Die ersten Wetterwarnungen laufen ein. Es ist bereits windig in der Stadt. Doch in den Abend- und speziell in den Nachtstunden soll der Wind weiter zunehmen. Es ist mit orkanartigen Böen zu rechnen. Doch wie bereitet sich die Feuerwehr momentan auf ihren Einsatz vor? Was passiert in der Leitstelle? Und was raten die Einsatzkräfte den Brandenburgern? Wir haben vor ungefähr 2 Tagen die erste Warnung erhalten über den Deutschen Wetterdienst, dass halt die Sturmlage heute Nacht uns erreichen wird. So gegen 1 Uhr erwarten wir heute Nacht den Höhepunkt der Orkanböen. Und demzufolge sind wir heute dabei, unsere ganze Technik nochmal zu überprüfen und zu schauen, ob alles läuft. Wir haben ein bisschen Motorkettensägentechnik separat nochmal bereitgestellt, um weitere Fahrzeuge in Betrieb nehmen zu können und dann auch kleinere Trupps bilden zu können, die im Stadtgebiet dann aktiv werden. Und zum anderen haben wir unsere technische Einsatzleitung heute in Betrieb genommen, um alle Verfahren nochmal zu testen, um dann die Befehlsstelle hier in der Wache halt zu betreiben und von dort aus alle Feuerwehren der Stadt selbstständig alarmieren und dirigieren zu können, sodass die Leitstelle entlastet ist. Die Freiwilligen Feuerwehren kriegen die Vorinformation des Deutschen Wetterdienstes, dass eben Sturmwarnung kommt. Die haben sie auch schon, die Informationen. Sie bereiten sich technisch genauso vor wie die Kollegen im Hauptamt. Also die gucken jetzt auch ihre Technik durch und sorgen dafür, dass die Motorkettensägen alle funktionieren und laufen und gehen nochmal auf Nummer sicher, legen noch ein bisschen was auf Reserven fest. Und sollte es dann dazu kommen, dass wir halt hier in so eine Ausnahmelage gehen, also der Einsatzaufkommen deutlich höher wird, als was wir hier schnell abarbeiten können, besetzen die ihre Wachen. Also die werden alarmiert regulär, jeder Ortswehr, gibt es einen Stadtalarm, besetzt dann ihre Wachen und werden von dort aus dann alarmiert durch die technische Einsatzleitung, die dann hier im Hause sitzt und eben die Einsätze koordiniert und disponiert. Und so lange lassen wir die erstmal zu Hause, in der Hoffnung, dass sie möglichst lange schlafen können. Letztendlich wissen wir nicht, was uns erwartet. Also in der letzten Sturmnacht vor 14 Tagen waren wir sehr viel unterwegs, waren sehr gut unterwegs und auch viel beschäftigt. Demzufolge versucht man natürlich jeder Warnung vorne ein bisschen vor die Lage zu kommen, also alles zu prüfen. Wenn bei der großen Regenfront im Anmarsch ist, werden nochmal alle Pumpen getestet, werden nochmal Pumpen auf Reserve gelegt. Genauso wie wir heute uns mehr auf den Sturm vorbereiten. Also das machen wir nicht mit jedem Mal. Genauso wie die technische Einsatzleitung halt vorbereiten, sodass wir dann jederzeit das in Betrieb nehmen können, den Raum. Ja, na, jeder ist jetzt angehalten, mal mit offenem Auge durch seine Wohnung oder Grundstück oder ums Haus zu gehen, um zu schauen, ob irgendwelche Gegenstände wegfliegen könnten, ob alle Fenster geschlossen sind, dass jetzt nicht unbedingt der Gartenpavillon noch dasteht, sodass nichts wegfliegen kann, dass kein Schaden entstehen kann. Sollte es doch dazu kommen, dass irgendwie was passiert ist, erstmal genau überlegen, ob jetzt wirklich noch eine Gefahr besteht. Das heißt, wenn der Baum schon umgefallen ist im Garten, ist die Gefahr erstmal in dem Moment erledigt. Dann wartet man bis morgen früh, kann sich dann mit einer Firma in Verbindung setzen, die den Baum beräumt. Also die Feuerwehr fährt dann nur zur Gefahrenabwehr, das heißt, wir räumen den öffentlichen Straßenverkehrbereich oder halt Bäume weg oder Äste, die hängen, wo eine Gefahr davon ausgeht. Sollte auf dem Privatgrundstück der Baum bereits liegen und keine Gefahr mehr davon ausgeht, ist es nicht die Aufgabe der Feuerwehr, dann ist das die nächste geeignete Firma, die das machen kann. Also Ruhe bewahren, selbst wenn es passiert ist, nicht in Strom rausgehen und ändern lässt sich sowieso nicht mehr, der Baum liegt. Und dann auch die nächsten Tage halt nicht an Waldspaziergänge vermeiden, weil es bleibt so viel hängen und kommt dann Tage später noch runtergefallen, sodass man halt mit offenem Auge mal durch die Gegend läuft. Wie gesagt, aber wenn es heute Nacht richtig dolle ist, bleiben Sie im Haus und dann nicht unbedingt draußen rumrennen. Und dann dürfte das eigentlich gut funktionieren.